Dieses Panorama an gemalten Bildern ist nur ein kleiner Eindruck einer florierenden Kunstszene in einer Region, aus der auch bei uns sonst oft vor allem Berichte über Konflikte, über Krieg und Armut kommen. Im Osten Afrikas, vor allem in Kenia, werden nun immer mehr Künstlerinnen und Künstler sichtbar. Doch haben sie es nicht einfach, in den einfachen Verhältnissen beispielsweise international wahrgenommen zu werden. Wie das mit zeitgenössischer afrikanischer Kunst aus dem Süden des Kontinents der Fall ist. Die Herausforderungen der Kunstszene von Nairobi zeigt uns Sabine Krebs. Isaac Sketcher hat sein Open-Air-Atelier direkt an der Straße. Eine halbe Blechbude gemietet für 40 Euro im Monat. Wie viele von Kenias Künstlern hofft er noch auf den großen Durchbruch. Es ist wirklich nicht ganz einfach, hier direkt an der Straße zu arbeiten. Es gibt so viele Schwierigkeiten. Angefangen vom Wetter, dass man direkt am Straßenrand ist, der ganze Staub. Hoffnung, die haben hier viele, denn Nairobi boomt. Manche Medien sprechen sogar vom neuen Kunst-Hotspot. Viele Nationalitäten treffen aufeinander. Gut 4 Millionen Einwohner, internationale Organisationen, Wirtschaftsmetropole. Und wo das Geld sitzt, kann auch der Kunstmarkt gedeihen, weiß die langjährige Kennerin. Ich denke, die Kreativszene hier entwickelt sich schon seit einigen Jahren. Ich kann jetzt keinen bestimmten Trend entdecken, um zu sagen, dass es in diese oder jene Richtung geht. Es fließt irgendwie in alle Richtungen. Nairobis Artszene ist gerade sehr, sehr lebendig und das sogar trotz Covid. Viel Holz, recycelte Gegenstände. Damit beispielsweise hat es Iltiabeb Doublebite inzwischen zu internationalem Ruhm gebracht. Mehrere tausend Euro zahlen Kenner für seine Bilder. Der Sudanese ist vor mehr als 20 Jahren nach Kenia gekommen, damals noch als Flüchtling. Heute stellt er weltweit aus. Es gibt hier wirklich jede Menge Inspirationen, überall. Man muss nur vor die Tür gehen, losfahren. In 20, 25 Minuten sieht man wilde Tiere und man sieht Leute, wie sie arbeiten. Überall, quasi an jeder Ecke. Es ist sehr grün, es gibt wunderbare Landschaften mit wundervollen Farben. Und dann gibt es noch die Plätze, wo man sich trifft, in Kenias Hauptstadt. Zur Vernissage oder einfach nur zum Kaufen. Das ist die One-Off-Galerie, seit vielen Jahren im Geschäft und immer auf der Suche nach neuen Talenten. Beatrice Wanjiku stellt hier gerade aus, teilweise düster, teilweise aufwühlend, aber immer voller Ideen. Wir haben hier eine lebendige Kunstszene, weil es in Nairobi Galerien gibt, die Werke aus ganz Ostafrika zeigen. So entwickeln sich dann auch unsere Netzwerke und wachsen. Und wir Künstler sind inzwischen auch über Social Media verbunden. Lebendig und voller sprühender Ideen, das ist die Szene hier allemal. Ein Markt der Möglichkeiten für Kenias aufstrebende Künstler.